Ja, wieder einer getoppelt. Ich gebe mir da auch. Das ging schnell. Der Wurm ist weg. Genau so hatte ich das vorgestern auch. Zander, Hecht, immer diese Ansagen vorher, ne? Karpfen, vielleicht sind es ja doch Krebse. Jörg, es ist soweit. Ach nee, ist ein Kaulbart. Du dachtest, ich fange endlich meine erste Grundel. Ja. Und den lass ich. Moin. Die Folge Fang mal was beginnt heute anders, weil es geht jetzt ja so langsam ins Eingemachte, was den Tag des Angelns angeht. Und ich bin jetzt hier quasi an der Zentrale für den 23. Juli. Das ist Anglerheim in Friedrichstadt, das ist der Vereinsanleger. Und hier werden auch einige Stationen sein. Olli hält da gleich nochmal drauf. Zum Beispiel Ladies Only passiert hier. Wir haben natürlich auch eine Ladies-Station. Ja, für die Ladies. Guck mal, hier Stefan und Sven Dombach und Jürgen Masuch. Da drüben werdet ihr wohnen und könnt mit dem Boot darüber fahren auf die Ecke. Und für Sven und Stefan haben wir da natürlich, also Stefan Seuss, Sven Dombach, genau auf der Ecke auch die Station gebaut. Das wird Luxus pur. Dann lass mal weitergehen, dann erzähle ich euch hier mal ein bisschen was. Und die Vorbereitungen laufen. Also da wird jetzt schon Rasen gemäht, obwohl wir noch anderthalb Monate Zeit haben. Und ab hier beginnt dann ein ausgeschilderter Rundwanderweg zu den Stationen. Das wird dann so aussehen. Und diese Flyer werden hier auch ausliegen. Wir sind jetzt da. Das ist Anglerheim und jetzt gehen wir hier rum, hier am Freibad entlang. Immer am Wasser halten und dann kommen wir an alle Stationen. So wird das laufen. Und jetzt laufen wir mal ein kleines Stück. Olli, kennst du noch? Voll gerne. Kennst du noch von der YPC, ne? Vom nee. Drehen, ne? Ja, ja. 20 Kilometer, komm. Hier könnt ihr von hier eine Grachtenfahrt machen. Dann könnt ihr euch die Angler auch noch mal vom Wasser angucken. Und hätte ich sogar Bock drauf, mache ich vielleicht auch. Mache ich eine Runde mit dem Grachtenschiff. Und in der Stadt ist übrigens alles geöffnet am Sonntag. Da kann man auch shoppen gehen, ne? Für die Ladies und so. Also das wird, ja, kommt vorbei. Das wird was. So, hier ist ja die Skizze. Jetzt sind wir schon hier angekommen. Das ist nur ein ganz kleiner Weg. So hier auf der Ecke wird Johnny Release, Johnny Chance stehen und Echolote zeigen. Um die Ecke rum wird dann Rapala, also ein bisschen wobbeln. Und ein Stückchen weiter stehen dann Birger und Gregor, also Birger Dummeier und Gregor. Der Nachname, Olli, ich vergesse ihn immer. Ich auch. Aber Gregor, ihr wisst, wie, Augenblick, Babiat. Der Wobblerbauer. Die werden da hinten Wobbler zeigen. Ja, und dann kann man wieder zurückgehen und geht es hier weiter, immer am Wasser entlang. Na? Auf diesem Steg hier, hier wird stattfinden Fliegenfischen, das macht Johannes Radke. Der kann dann mit dem Wind, ach, der kann hier feuern. Hier ist Fliegenfischerstation. Und ja, weiter geht's. Wenn man von hier rüber guckt, dann werdet ihr da drüben so die Black Cat fahren sehen. Da drüben werden dann Stefan Reuss und Sven Dombach Welsangeln zeigen. Und ich bin hier gerade am Schnuppern, ob ich irgendwo reingetreten bin. Moin. Ja, und dann gehen wir hier weiter und dann können wir auch schon die blaue Brücke sehen, glaube ich. Hier wird die Fiederangelstation sein. Die machen Rüdiger Hansen und Ulrich Prehn. Wenn wir jetzt ein bisschen weiterlaufen, mündet links eine Gracht ein. Da wird die Kinderangelstation sein. Da wird Jan-Willi Kupperschmidt, ich mache mal aus dem Kopf, stippen. Dann geht man ein bisschen nach rechts. An der blauen Brücke steht Horst Hennings dann, macht die Norwegenstation. Links davon Jonas Töllner, der zeigt Zanderangeln. Und dann kann man über die Brücke gehen und auf der gegenüberliegenden Seite, da kommt dann Adrian Pruß mit Kajakstation. Dann haben wir da drüben
Karpfenangeln, Welsangeln, Angeln am Forellenteich, Max Asmussen und Carsten Orans, Christian Blume und Kurt Schäffler, die machen Karpfenangeln. Dann habe ich noch natürlich wichtig E-Motoren, werden wir vorstellen, also Rhino E-Motoren, das macht Andreas Gavi Naht. Da wird er jetzt lachen, wenn er das hört, und Jürgen Masuch. Also voll Action, und das ist echt ein kurzer Laufweg. Ich glaube, wenn man bis da drüben läuft, das sind vom Anglerheim nicht mal 500 Meter. Und alles konzentriert, und ich glaube, sag ich mal ein, wahrscheinlich, vielleicht wird das die größte Angelschule für einen Tag vielleicht in ganz Europa. Ich glaube schon. Ich wüsste nicht, wo es so eine Veranstaltung sonst geben sollte. Und es kostet keinen Eintritt. Wir stellen ein paar Dosen auf, da kann man was reinpacken. Das Geld, das da reingeht, geht dann an die Kinderkrebshilfe. Das heißt, hier soll keiner Geld verdienen, da bist du ja wieder. Wir kennen uns doch. Der ist auch da. Ja, der Seehund. Da kommt noch ein Seehund. Moin. Einer hat Lust auf Wasser und der andere ist skeptisch. So werden wir es machen. Da drüben ist dann auch noch eine Station, Grillen, da kann man auch einen Kaffee kaufen. Am Anglerheim gibt es natürlich volle Verpflegung. Nein, es gibt Bratwurst und eine Cola. Alkohol wird es am Wasser nicht geben. So, und jetzt fahren wir fischen, Olli. Hey, Bock, darauf auch, da steckt schon Arbeit dran. Danke an alle, die bisher mit angepasst haben. To the river we go. Na, am Wasser. Hier, Poloshirts, ne? Wollte ich noch mal gesagt haben. Da könnt ihr mal sehen, wie gut wir sind. Mal gefragt hier, so mal so ein Pullover und so. Ich habe heute Morgen echt überlegt, es ist warm und ich habe nicht mal ein Poloshirt mit Fangmalwas drauf. Aber das geht, ne? Das hat ja auch schon jetzt, ja, einen echten Hintergrund. Aber so, hier kann man tagsüber Aale fangen. Und ich war vorgestern hier, da hatten wir Hammerwind voll drauf. Es ist heute doch ein bisschen ruhiger. Und ich habe Bisse gehabt. Ich bin mir nicht sicher. Der eine, da bin ich mir ziemlich sicher, dass es ein Aal war. Der andere weiß ich nicht genau. Wir haben jetzt noch auflaufendes Wasser. Tidengewässer. So brackig. Und das wird jetzt aber in der nächsten halben Stunde kippen. Und das sehen noch nicht. Das kann man dann an den Steinen sehen. Ah doch, könnte schon sein, dass es langsam anfängt abzulaufen jetzt. Und diese Buhne hier, die wird immer weiter zu sehen sein. Ich fange aber jetzt hier an zu angeln. Muss die Ruten hochstellen, weil hier eine hammersteile Kante ist. Und ich möchte jetzt herausfinden, was hier gebissen hat. Und hoffe natürlich, ja, auf den Aal, ne? Weil beim Tag des Angelns wollen wir auch räuchern. Räucherstation, ne? Helmut Domeyer, Hans-Werner Ubens. Und das wäre auch cool, wenn wir dafür noch einen Aal hätten. Ein paar Brassen und so haben wir schon. Aaland auch schon. Das gucken wir uns mal an. Und ich hau jetzt mal die Angeln raus. Das ist ja das Schöne bei der Angelei. Da braucht man ja nicht so viel Tüdelkram. Und dann will ich sehen, was der gebissen hat. Ja, so ist es. So, wie baue ich das jetzt auf? Ich werde nachher bestimmt da unten sitzen und angeln, aber jetzt will ich hier starten. Das mache ich auch. Die Dinger, die klüter ich hier mal rein. Das ist hier im Kleiboden hier lange nicht mehr geregnet. Nicht so einfach, das ist wie Zement. So, wenn ich die darüber lege, mache ich ein bisschen Plan jetzt. Die darüber leg. Zack, zack. Und eine muss ich seitlich legen. So, jetzt brauche ich die Kiste, die Sitzkissen. Und ich werde jetzt nicht den Fehler machen, erstmal eine rauszuwerfen. Weil ich habe befürchtet, dass ich die anderen dann nicht mehr auch nicht ausgepackt bekomme. Das ist positives Denken, Olli, oder?
ich vorgestern geangelt habe, waren meine Angelruten noch nicht so sauber, weil die hatten noch leichte Schäden von meinem Körper rückwärts. Moin, ich bin Uwe und ich bin auch dabei. Körper rückwärts. Ihr glaubt gar nicht, wie oft ich darauf angesprochen werde. Ist ja alles gut gegangen, aber die Situation war nicht so klasse, ne Olli? Nee. Und zu Schwimmwesten habe ich ein ganz neues Verhältnis bekommen. So, ich benutze jetzt hier so ein flaches Blei. Die Runden, die kullern mir hier so weg. Jetzt haben wir hier vorne so eine Kirchströmung in dieser Ecke. Und ich sage euch mal, wenn man sich hier nicht auskennt, ne, an dem Punkt, man kommt ohne Bleie wieder nach Haus. So hängerträchtig ist das. So, Abstandshalter. So, die kommt nach links, da habe ich ein bisschen weniger Strömung. Da angel ich 70 Gramm, da habe ich einen 85er drauf und rechts hänge ich sogar einen 100er ein, um die Angeln so ein bisschen unter Kontrolle zu bekommen. Die soll dorthin. So, Olli, wo liegt der Fehler? Kannst du schon einen erkennen? Ich erkenne einen Fehler. Kommt drauf an, welche Farbe die Schnur der dritten Ruder hat. Genau. Und die hier muss in die Mitte, ne? So, die kommt dahin. Die kommt dahin. Stelle ich die Kiste gleich ein bisschen weiter nach hinten, dann kann ich alle drei Ruten sehen. Und dann fange ich mal mit hochgestellter Ruder an. Und dann gucken wir weiter. So, und zwar Tipp, mache ich mir ein bisschen Wasser in die Schale. Wenn das Wasser verschwindet, bleibt hier reiner Schlick nach. Und wenn man die Bleie rüberkurbelt, wenn man das anfasst, da sieht man aus, als wenn man aus dem Grabenkampf kommt. Und dann kann ich die Bleie immer schon mal abspülen und das Vorfach und dann läuft das. Jetzt wollte ich noch schon mal was gucken. Wie breit ist diese Kiste? 50 cm Maß, Aal, von da bis an die Kante sind genau 50. Dann kann man das schon mal ranhalten. Aale messen, das ist ja nicht ganz einfach. So, ich hab Bock. So, let's go. Da wo ich die Angel jetzt hinlege, 40 mal ist das nur 70 cm tief. Mach den Freilauf mal auf hier. So, die lege ich ins Flache, die nächste lege ich dann schon mal so ein bisschen über die Kante. Und die geht mal ins Tiefe, ins richtig Tiefe. So, jetzt erst unten. Dann werden wir gleich sehen, auf welcher Höhe der erste Biss kommt. Voll in Freilauf reingegangen. Ah, hoffentlich hat er nichts gemerkt. Ah, Strömung, Biss. Nicht bekommen, oh, war das ein schöner Biss. Unglaublich. So, im tiefen Wasser. Das ging schnell. Der Wurm ist weg. Genau so hatte ich das vorgestern auch. Obwohl der Biss hier war nochmal wesentlich besser. Ja, wieder einer gezuppelt. Ich gebe ihm jetzt da auch. Zwei Angeln, zwei Bisse. Wer macht jetzt mehr? Mal gucken. Der macht nichts mehr hier. Was sind das für Fische? Ich will das wissen. Ich habe den Fisch aber gespürt. War eine ganz schnelle Bewegung. Könnte Aal sein, aber ja, ich muss ja jetzt mal einen Plan machen, weil den Wurm hatte ich richtig lang aufgezogen.
Ich muss einen Plan machen. Ich kann die Schnur frei durchziehen. Aber irgendwie scheinbar zu viel Widerstand drauf. So, hier bekommt ihr jetzt mal dicke. Kleinere Haken wollte ich eigentlich nicht angeln. Eigentlich nicht. So, ich werde die Ruten jetzt mal alle ein bisschen flacher stellen. Also ablegen, damit ich da irgendwo reinkomme. Die Schnur ins Gummi legen und dann werde ich mal meine Pfeifenreiniger einhängen. Da habe ich schon runtergepackt. Und dann, da muss auch so ein Fisch zu fangen sein. Das kann mir doch keiner erzählen. Ich will was fangen. So, da habe ich jetzt eine Bienenmade mit drauf gemacht, um mal zu gucken, ob das hilft. Nee. Ja, aber das sind Fakt keine Krebsbisse. Und ich verstehe es nicht. Haken leer. So, angeln, ne? Ist ja auch mal, nein, ist ganz häufig so, Entscheidungen zu treffen. Also die Fische, die hier gebissen haben, im Augenblick ist ruhig. Aber das ist hier normal, dass so nach Tide, so hat man Phasen, da geht, dann ist wieder ruhiger, dann geht wieder was. Aber ein Biss war dabei, das war der erste, der war richtig ordentlich. Und danach war es nur noch ein Gezuppel. Also Krebse, vielleicht sind es ja doch Krebse, aber dafür zeigen die eigentlich zu stark an. Wir wechseln nochmal und fahren den Fluss ein kleines Stück weiter hoch. Da habe ich eine Idee. Das hier war auch eine, aber die Kamera läuft und die Zeit läuft und wir wollen ja einen Fisch fangen. Und ich glaube, hier werden wir nichts mehr. Deshalb, ja, Entscheidung, Platzwechsel. Ja, kein jährlicher Rodpot gebraucht. Dann habe ich gedacht, irgendwie muss ich das jetzt ja schon mal regeln. Geht noch, Olli? Geht. So, das werde ich hier gleich auch mal rauswerfen. Mal sehen, ob die Strömung merkbar ist. Einmal ohne Köder. Nix ohne Köder. Zeitverschwendung. Jetzt muss gleich mal ein ins Wasser. So, hier muss die Schnur ins Gummi. Und wenn das nicht klappt, ne, dann rufe ich Uwe an. Unseren Vorsitzenden in Friedrichstadt. Eine Stunde kriegen sie jetzt von mir. Und wenn ich das Vereinsboot haben möchte, und dann fahren wir raus und dann fangen wir wahrscheinlich nicht mal einen Zander. So, den lasse ich jetzt mal bis. Oh, der nimmt richtig, den fange ich. Ich habe Fisch. Barsch, Brassen, Zander, Hecht, immer diese Ansagen vorher, ne? Karpfen, ja. Also, so ein ganz kleiner Fisch ist das nicht. Das ist kein Brassen, oder? Barsch. Schöner Barsch. Was für ein schöner Barsch. Habe ich vorhin noch gesagt, oder? Hast du gesagt? Habe ich gesagt. Guck mal. Ja, dickes Petri. Oder? Ja, dank. Wenn die Aale nicht wollen, nehmen wir die Barsche, oder? Na? Ja, Hauptsache wir nehmen was. Bis an drei angeln. Das ist gut. Ja, manchmal überall wieder zu, aber der linkse macht am meisten Alarm. Den habe ich schon mal nicht bekommen. Unglaublich. Genau wie da hinten. Ne? Viele Bisse. Aber alle nicht zu verwandeln. Und da hat auch
auch eben einer gezupft hier, aber werde ich auch mal noch mal liegen lassen. Schnur einklemmen, ganz schwer. Die Strömung ist schon so hart, dass sie dann häufig rausgezogen wird. Aber ist schon hier hinter uns Party, ne? Alle liegen auf Decken und in Badehose und nebenbei über das Gesappel da von den Kindern hier. Ich mache mal eine Arschbombe und so. Finde ich ja voll cool. Eigentlich sollten wir da mitmachen, Olli. Macht heute vielleicht mehr Sinn. Ah, der beißt noch. Das kann man in der Schnur gerade genau sehen. Den Barsch eben hätte ich besser keschern sollen, ne? Das war so knapp, aber ich habe gedacht, hier so ein harter Knubbel, kann ich das Ding auch mal hochheben. Aber ich glaube, den hier brauche ich nicht keschern. Die Güster, der Brassen, so, mal Angelschule, da liegt er an. Und die Güster hat dann auch nicht dieses, nee, das geht nicht hier, der ist mir auch zu klein, um ihn zu essen. Das müssen wir mal anders erklären. Machen wir noch mal irgendwann. Ja. Ja, aber war ja doch ein richtiger Kludeckel, ne? Den soll man ja erstmal fangen an so einem Tag. Ja, man war ein Fisch. Ja. Da ist irgendwie mehr Widerstand. Jörg, es ist soweit. Ach nee, ist ein Kaulbarsch. Auf Distanz angesagt. Du dachtest, ich fange endlich meine erste Grundel. Ja. Ja. Petri. So, und jetzt weiß ich, was das für Bisse sind. Olli, die Dinger sind das. Ja. Oh, hast du gesehen, was der für ein Biss gemacht hat? Ja, ja. Der Anfang war wieder wie so ein großer. Aber drei Fischarten jetzt, ne? Drei Fischarten, ja. Und die gibt's heute nicht geschenkt. Yeah, when I blow up, I'ma soar high like Peter Pan. In real life, be living all my dreams. If I'm waking up, it's in a foreign land. Whole wrist covered up in ice. Billy shit, never asked the price. I hit the molly ball with my dogs. Yeah, I swipe you once without thinking. Oh, Kaulbach. This is what I was made for. Man, I know this what I came for. So. Aber gefangen. So, Kaulbarsch-Klamotte, zwei Brassenklamotten. Ich würde sagen, fang mal was, geht weiter. Und danke, Brassen, dass du uns hier auch noch so ein bisschen gerettet hast. Und das war jetzt nicht mit Absicht. Und beim Tag des Angelns noch eine ganz wichtige Information. Fängt um 10 Uhr an. 17 Uhr ist durch, dann gibt es am Anglerheim noch eine Verabschiedung und die Station beginnt ab 10 Uhr jede Stunde neu. Das heißt, die machen irgendwie gute 50 Minuten Angelschule, erklären, wie das läuft, also die Angelart, dann bereiten die neu vor und dann geht es wieder von vorn los. Ihr könnt also von Station zu Station gehen und könnt euch ganz viele Angler, die wissen, wovon sie reden, zu dem Thema von Anfang bis Ende angucken. Und wir sehen uns, wir schnacken. Bis dahin werde ich euch noch ein paar Mal voll süllern hier mit Tag des Angelns, aber bleibt gesund. Tö. Boah, guck mal, wie der nimmt. Oh. Aal. Guter Aal. Guter Aal. Das ist ein guter Aal. Glaube ich. Da haben wir das wieder mit den Ansagen. Das ist ein guter Aal. Beim Abmoderieren kommt der Biss und guckt euch die Schlange mal an.
Ich habe gesagt, die kann man tagsüber fangen. Und jetzt freue ich mich, weil ich habe ja schon abmoderiert. Aber und angesagt nach dem Anschlag, oder? Jo. Ja. Dickes Peter. Und ich habe gesagt, tagsüber kann man die fangen. Es gibt ein Räucheraal bei Tag des Angelns. Genau. Und den lasse ich. Und Olli bekommt den Kopf ab. Nein. Immer hier brüderlich geteilt. Mann, freue ich mich. Was für eine Erleichterung.